Hallo und herzlich willkommen zu diesem kleinen Video über die Top 5 Golfbücher-Kategorien, die jeder ernsthafte Golfer in seinem Schrank haben sollte. Direkt zu Beginn möchte ich ein bisschen Eigenwerbung machen. Ich habe natürlich auch ein Buch geschrieben, das heißt This is Cross Golf, Back to the Roots. Es geht einfach darum, deswegen ist es auch meine Top 5 Kategorie, ein bisschen einfach alternative Golflektüre zu lesen. Wir alle kennen Bücher, die natürlich auch gleich noch kommen werden in der Kategorie, die allgemein bekannt sind. Es gibt aber auch einige Leute, die einfach sich die Zeit genommen haben, Golfbücher zu schreiben, die ein bisschen abseits vom Mainstream sind, die vielleicht andere Golfkategorien einfach ein bisschen mehr erklären und einfach da ein bisschen auch Wissen transportieren wollen. Deswegen hatte ich vor ein paar Jahren die Idee, habe das Buch geschrieben, This is Cross Golf, verlinke ich dir auf jeden Fall in der Beschreibung des Videos hier unten. Und weil ich mir dachte, hey, Cross Golf, das ist so meine Entstehungsgeschichte, was das Thema Golf angeht. Und ich wollte einfach alles zusammenfassen, was man so gesammelt hat in den Jahren, in denen ich Cross Golf gespielt habe. Welche Regeln gibt es? Wie ist es überhaupt entstanden? Was ist überhaupt Cross Golf? Was ist der Unterschied, was die Regeln angeht, auch zu normalen Platzgolf, wie man als Cross Golfer sagt? Und was man eben insgesamt beachten muss. Und wie gesagt, ganz, ganz wichtig, da man Cross Golf eben nahezu überall spielen kann. Welche Regeln gibt es? Und was ist überhaupt die Hauptregel von Crossgolf ist. Wie gesagt, habe ich hier in einem kleinen Büchlein zusammengefasst und das ist so meine erste Kategorie, die ich einfach vorstellen wollte, der Top 5 Golfbücher-Kategorien, einfach alternative Golflektüre. Gehen wir direkt weiter zu einem Klassiker. Natürlich jeder von uns sollte davon gehört haben, der ernsthaft Golf spielt. Wir haben hier ein entsprechendes Buch von Ben Hogan. Ben Hogan's 5 Lessons, The Modern Fundamentals of Golf. Ich habe es bisher nur auf Englisch gelesen. Ich werde mal schauen, ob es auch auf Deutsch gibt und verlinke es dir auch in der Beschreibung im Video unten drunter. Und ist für mich so ein Buch, mit dem ich angefangen habe, erstmal überhaupt gewisse Sachen zu verstehen, gewisse Schwungebenen, gewisse Bewegungsmuster. Und es sind noch immer wirklich sehr, sehr, sehr schöne Bilder, einfach mit abgedruckt, sehr schöne Handskizzen. Das Buch ist auch schon wirklich Asbach uralt. Wenn wir reinschauen, es war, glaube ich, 50 oder 60 Jahre alt. Vor 50 oder 60 Jahren wurde es geschrieben. Und es ist tatsächlich immer noch irgendwo gültig, was den Schwung angeht. Es gibt natürlich kleine Differenzen zu dem, was heute gelehrt wird, zu dem, was damals einfach up to date war. Aber das liegt eben auch daran, dass sich die Golfer auch ein bisschen verändert haben. Aber Ben Hogan's 5 Lessons muss einfach in jedes Regal eines jeden ernsthaften Golfers stehen. Man muss es gelesen haben, ist für mich das Buch, und wenn dir nur ein Buch gefällt, was du heute hier in dem Video gesehen hast, dann sollte es das Buch sein, weil das ist für mich so das Top-Buch überhaupt, was alles nochmal so ein bisschen aus einer anderen Perspektive beschreibt. Kommen wir zur nächsten Kategorie, und die schließt sich an den Herrn Hogan an, und das ist einfach Lehrbücher. Also es gibt wunderbare Lehrbücher, der Herr Litti hat wirklich sehr viele Lehrbücher geschrieben, so wie dieses hier, einfach großes Golf oder einfach gutes Golf, aber auch genauso meine neueste Errungenschaft, großes Golf von Dr. Detlef Strong, und in beiden Büchern mit beschrieben, was du überhaupt machen musst, um deinen Golfschwung zu verbessern, um dein Golfspiel zu verbessern, auf eine Art und Weise, wie man es meiner Meinung nach, oder ich habe es vorher noch nie so gehört, werden Vergleiche gezogen mit anderen Sportarten, aber auch mit dem, was wir als Kinder gerne gemacht haben, mit dem, was wir als Erwachsene auch gerne tun, und einfach dort ein bisschen zu veranschaulichen, was kann man überhaupt benutzen, um sein eigenes Golfspiel zu verbessern, um seinen Schwung zu modernisieren, um einfach auch ein paar Schwunggedanken, nenne ich es jetzt mal, ein bisschen anders auf die Reihe zu bekommen. Und da hat mich das Buch hier vom Herrn Dr. Strong wirklich sehr fasziniert. Ich dachte teilweise, ich bin in der Schule, was ich da alles gelernt habe, hat mich doch wirklich sehr an ein Ausbildungsbuch, ein Lehrbuch erinnert, was alles drin steht, wie man es umsetzt. Und das ist eben auch das Tolle an dem Buch. Genauso wie alle Bücher von Herrn Litti, muss man dazu sagen. Es ist einfach beschrieben, es ist erklärt, wie man es selbst umsetzen kann und wie man selbst eben seinen eigenen Schwung verbessern kann. Kommen wir zur nächsten Kategorie. Und das ist eine Kategorie, die ich persönlich sehr, sehr gerne mag. Mir geht es jetzt nicht darum, noch mehr von diesen Trainingsbüchern zu empfehlen. Nein, die nächsten beiden Kategorien sind ein bisschen abseits von diesem Training, von diesem Leistungsgedanken, nenne ich es jetzt mal, verbessern. Es geht einfach darum, sich selbst was zu gönnen. Und da sind dann solche Bücher wie The Golf Tour oder auch die große Enzyklopädie des Golfs einfach wunderbare Bücher, um mal reinzuschauen, um zu gucken, was gibt es überhaupt für Sachen, was kennt man vielleicht noch gar nicht. Und wenn man kein Wissen aufsaugen will, hey, ich glaube, allein in diesem Buch sind es irgendwie über 800 Fotografien von Golfplätzen, von
Meisterschaftsplätzen, über Spieler, über alles Mögliche, um einfach ein bisschen die Gedanken schweifen zu lassen und den Augen etwas zu gönnen, auch wenn wir die meisten Plätze davon eher aus dem Fernseher kennen. Oder aus Magazinen oder eben aus der Enzyklopädie oder den Büchern ist es trotzdem immer wieder schön, es hier einfach anzuschauen und vielleicht den einen oder anderen Tipp doch aus einem der Bücher, ja, zu verstehen. Und warum ich auch dieses Buch empfohlen habe, The Golf Tour, Great Britain and Ireland, Großbritannien und Irland, Golfnationen par excellence. Und hier hat man definitiv auch noch Anhaltspunkte für den nächsten Golfurlaub, wenn man mal rüberfliegen möchte. Und es gibt genug Golfplätze, die wir nicht kennen, die auf der Insel liegen oder auf einer der beiden Inseln liegen, und da kann man auch noch mal ein bisschen Inspiration gewinnen. Die letzte Kategorie widmet sich ein bisschen mehr der Belletristik. Ich bin auch ein großer Fan davon, einfach zu sagen, hey komm, Golf ist zwar mein Thema, aber es muss ja nicht immer, wie gesagt, Lehrbuch sein. Abends im Bett blättert man selten einen großen Wälzer mit Fotos durch. Da will man doch eher ein bisschen Unterhaltung haben. Da gibt es logischerweise mehrere Bücher. Einmal Tiger Woods Biografie, beziehungsweise einfach sein Buch über die gewisse Zeit seines Lebens. Dann gibt es natürlich noch Bücher wie das hier, Träum nur weiter. Wie kriegt man ein, ja, Handicap von 0 hin in einem Jahr? Und das wird hierin beschrieben, wie das der Autor geschafft hat. Oder auch genauso Golf on the Rocks, einfach eine Tour, die jemand gemacht hat durch das nördliche Schottland und die inneren, äußeren Hybriden, wie er Golf spielt und das eben in einer, ja, belletristischen Art und Weise geschrieben, um einfach auch ein bisschen, ja, was zur Unterhaltung zu haben, was zum Lächeln zu haben, zum Schmunzeln, und einfach zu denken, ja, an sich, da hätte ich auch Bock drauf. Und das sind so die Bücher, die man einfach lesen kann, vor allem die beiden letztgenannten, die einfach Spaß machen, wo man einfach sagen kann, hey, die kann man auch am Strand lesen, die kann man auch im Golfurlaub lesen, um ein bisschen immer weiter im Thema Golf zu bleiben, oder einfach abends im Bett, auf der Couch, auf dem Sessel, auf dem Sofa, wie auch immer, um zwar das Thema Golf nicht komplett zu ignorieren, aber eben diesen ja, Trainingsgedanke so ein bisschen abseits zu lassen. Das waren meine Top 5 Kategorien von Büchern oder Bücherkategorien, die in jedes Regal eines Golfers gehören. Ich hoffe, du hast wenigstens eine Sache aus dem Video gelernt, und zwar, dass es nicht nur Trainingsbücher gibt, sondern viele, viele andere Kategorien und auch alternative Autoren, die einfach ein bisschen eine andere Perspektive zum Thema Golf nahebringen wollen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Lesen der Bücher. Wie gesagt, unter dem Video in der Beschreibung findest du die Links zu den Büchern. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Lass mir gerne ein Like da, abonniere gerne den Kanal und klick auf die Glocke. Ich wünsche dir viel Spaß auch bei den nächsten Videos, und bis dahin, ciao, ciao.